La traditionnelle Kapanzitsung s'est tenue à sa réunion le dimanche 21 janvier 2024. Organisée par les bénévoles du Festivity Club, présidé par Étienne Boss, cette nouvelle édition a attiré la foule, dont de nombreux fidèles de l'événement, à la salle de la Corderie. Au programme, tout d'abord un repas digne d'une journée festive avec au choix jambonneau à la bière ou boucher à la reine. Sur les coups de midi, c'était le coup de feu en cuisine avec une équipe de choc bien rodée à l'exercice. Chacun était à son poste pour le service afin de préparer des assiettes qui étaient, comme chaque année, généreusement garnies. Les bénévoles du Festivity Club se sont investis sans compter et ont assuré le service en salle pour faire de cette journée une réussite. Le public, parmi lequel de nombreux clubs carnavalesques de la région, n'a pas boudé son plaisir. Le capitaine de cet après-midi festive, c'était bien sûr l'irremplaçable Michel Ouring qui a assuré la présentation des artistes avec un indéniable talent. Après un hommage rendu aux différents groupes carnavalesques présents et les remerciements aux sponsors qui ont soutenu l'événement, tous se sont pris bras dessous avant l'arrivée des artistes qui se sont succédés sans interruption. Das sing nur einmal flott, einmal swing, einmal hot. Darum ist das Bier, ja die Seele vom Klavier. In München steht ein Hofbrauhaus, und zwar super, soll das bezahlen. Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinge, Pinge? Wer hat so viel Geld? Ei! Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinge, Pinge? Wer hat so viel Geld? Nochmal! Achtung! Nach Hause, nach Hause. Nach Hause gehen wir nicht. Juhu! Ja! Uns Geld versumpfen ist. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht. Bis speist du die Alm zum Fenster hinaus, dann hast du Ruhe im Haus. Und noch einmal! Hose Montag. Bin ich geboren am Rosenmontag in sa réunion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais que nous applaudissions très fort maintenant. Il a ramené son fan club, hein. Attendez, j'ai lu un truc. À lui tout seul, il a ramené 29 personnes. C'est vous les 29 qui sont là, hein ? Bien sûr, je veux parler du grandissime Armand Rumpler. À une marche, fais Armand. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Armand Rumpler! Wenn ich das Lied sing,
Na, ist die Schwiegermutter widisch. Die sagt zu mir, ja, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver, du Fulenza. Also eine Schwiegermutter Fulenza ist vielleicht kein schöner Name, aber man hat schön dabei. Und mein Motto ist, Morgenstund hat Gold im Mund und Leie bliebe ich auch gesund. Dann hat sie mich gefragt, schon der erste Tag ist schon losgegangen. Was hast denn du für einen Beruf? Dann habe ich gesagt, ich bin Lehrer. Du bist Lehrer? Schullehrer? Musiklehrer? Sportlehrer? Sag ich, nein, ich bin Puppenlehrer. Na, war das Happe schon ab zwischen uns zwei. Na, habe ich doch gedacht, geh ich mal zum Pôle Emploi, ob ich da Arbeit finde, wie ich dorthin hinkommen bin. Hat da so Funktionär gesetzt. Habe ich zu dem gesagt, bin ich da bei Pôle Emploi? Sag, ja, da bist du bei Pôle Emploi. Aber das sieht am 1. Januar, hast du mir nicht mehr Pôle Emploi, hast du mir La France qui travaille. Das stimmt. Dann ist schon. Habe ich gedacht, wenn ich dich schon lohne, da bist du die France qui travaille. Dann habe ich gesagt, was ist La France qui travaille? Hast du vielleicht eine Erbe? Familienvater von 6 Jungen? Na, der Späti ist zu mir gesagt, was kannst denn du sonst noch machen? Dann habe ich gesagt, hör schon mal La France qui travaille. Ich will dich mal etwas fragen. Weißt du die Differenz zwischen einem Funktionär und einem Schomer? Ein Schomer hat schon mal geschafft gehabt. Aber der hat es nicht für sich geholt. Dann hat er schon mal gesagt, da gehst du dahin, so Miriam, die so ein Manövre, meine Frelo, als du dort bist. Dann habe ich so gesagt, ja, Moment, was berappe die? 12 Euro die Stunde verfangen und 15 Euro da 3 Monate. Oh, habe ich gesagt, da gehe ich noch 3 Monate hin. Dann hat er gesagt, nee, los, der Maifried, dort bist. Dann bin ich heim. Wie ich in der Quartier gekommen bin, habe ich meine Frau gesehen am Fenster. Von weitem habe ich gekriegt, Sherry, ich habe eine neue Stellung gefunden. Dann hat er gesagt, du so und nur an so Dinge zu denken, gehst du besser mal eine Arbeit finden. Am anderen Mai war ich dort. Also der Chef der Chantier hat mich direkt aufs Gericht geschickt. Ich war noch nie um Gericht. Es hat noch keine 10 Minuten gedauert, bin ich runtergeflogen. Voll auf der Brust. Da sind sie alle beigesprungen. Da hat der einen gesagt, rufe die Pumpe. Dann hat er gesagt, mache ihm Massage. Na, ich so mal durch, hat gesagt, in dem Monat Schnaps. Dann hat der Ende wieder angefangen, rufe den Pompier. Dann hat er gesagt, mach eine Massage. Dann hat die Oma gesagt, gib dem Mann einen Schnaps. Dann habe ich mal so einen Ruf gemacht, habe ich gesagt, ihr Dirmel, hat er nicht gehört, was die Oma gesagt hat. Aber auf die Strapazien bin ich doch zum Doktor gegangen, mich untersuchen lang. Na, Doktor, gesagt, du hast nichts, ist alles gesund. Was du hast, du bist nur gestresst. Du hast Stress. Da hast du die Beruhigungspille. Na, ich sag, Doktor, wie viel muss ich von denen holen? Ei, du gar keine. Aber deine Frau jede 3 Stunden eine. Und was du hast, du bist mit. Von heute ab gehst du mal 14 Tage lang abends mit der Hinkel ins Bett.
Dann habe ich gesagt, Doktor, wie viel hängt der euch schon mitnehmen ins Bett? Dann haben sie mich zum Metzger geschickt. Nach 3 Tagen hat er zu mir gesagt, du musst mir Gefallen machen. Ich habe einen Cousin, der wohnt in der Schweiz, in Zürich, und der geht heiraten. Und dem will ich 2 Schwiner schenken. Die musst du hinfahren. Wie ich die 2 Zentner schwere Schwiner gesehen habe, habe ich gesagt, da rufe ich mit Kumpel, den Schül, da kann man halbe die in den Koffer schmissen. Wie wir so langsam gebaselt gekommen sind, hat der Schül zu mir gesagt, wärst du überhaupt in der Schweiz, ich verbot Schweinefleisch importieren. Es wäre gestraft, denn die Schül macht da nichts draus. Am letzten Parking vor der Sol haben wir gehalten, j'ai tout prévu. Komm, helf mir, wir hauen die Schwiner hin auf den Hinsitz. Denn ich da nicht 2 Rehmäntel, die ziehen mir die Rehmäntel an. Dem einen habe ich den Hut auf den Kopf gemacht, so dicker Sieger in der Schniss. Schwarze Sonnenbrille, hast gerade gemeint, der Kotschak huckt da. Dem Mann habe ich eine Perücke angesagt, Brille wie die China Lolo Brigitte. Die Schnitz habe ich verschmiert mit Rouge à Lèvres. Der ganze Tipp ist draufgegangen. Dann hat der Schüler gesagt: Je, schau mal da, ich mein Graz Roslin Baschlo huckt da. Wie ich an der Zoll gekommen bin, hat er uns gefragt, wo gehen wir dann hin? Sag ich, oh, ich fahre der Onkel und der Tante auf der Hochzeit auf Zürich. Immer höre ich, wie er sich in ein College ruft und sagt, geh nur mal da in das Auto. Da hucke 4 drin, die haben gehabt wie Schwiner. 3 Tage waren wir wieder retour. Na, der Schüler gesagt, ja, was erzähle ich mit dem? Wenn der uns fragt, wo der Onkel oder der Tante ist, sag ich, ja, Schüler, ich glaube, du spinnst, Mensch, aus derselbe, du an hier wieder da steht. Tatsächlich hat er wieder da gestanden. Hat er gesagt, ah, was schön, ja, wo ist schon der Onkel und der Tante? Sag ich, oh, ich habe die noch ein bisschen Zürich gelassen. Hat er gesagt, das wundert mich nicht. Die sind noch bestimmt Marschmorgen in unsere schönen Bärsche. Dann hat der Schüler gesagt, das wird mich wundern. Dem Ende fällt ja schon die 2 Schinken. Wie wir durchfahren, habe ich gesagt, Schüler, da hast du uns Biener reingelegt. Biener, hast du gesagt, am Ende hat kein Kopf mehr und kein Ohren mehr, da haben wir Galerei draus gemacht. Weil Schül, komm, wir gehen doch noch trinken, so mehr. Immer sagt der Amo, warum sagst du die ganze Zeit weißer Vogel zu deiner Frau? Weißer Vogel, bring uns noch ein Bier. Weißer Vogel, bring uns noch Kakaoette. Ah, ich habe nicht gesagt, weißt du, Schnee, und bring uns noch ein Bier. Dann kann ich mal selbst holen gehen. Da haben sie mich angerufen, Sirkus ist in der Stadt, das Oralied. Da bin ich dorthin und ja, was soll ich machen? Ich helfe das Held aufs schlagen oder was? Nein, nein. Uns ist etwas Böses passiert. Unsere Hauptattraktion, der King Kong, unser Gorilla ist kaputt gegangen. Und am Mittag kommen die Schüler und die kommen nur den Gorilla lohn. Da hast du ein Pelz, schlupfst da rein und gehst in den Käfig. Ich kann nicht sagen, ich bin da drin. Ich habe geprobt. Habe ich da gemacht. Mittags sind die angekommen. Über 20 Bananen haben die mir geschmissen. Die haben ich alt können fressen. Ohne den ganzen Popcorn. Auf einmal habe ich ein Kreisch gehört. Aber was ist ja jetzt los? Der Leib im Käfig nebendran ist ausgebrochen. Die sind alle da rumgehupst. Habe ich an mich gesagt, ich habe ein Geudel. Ich hucke ja mein Käfig. Auf einmal kommt der Schnurstrack auf mich so. Hat der nicht den Käfig aufgeregt?
ist in Ordnung, ein Klick war Baum, in meinem Käfig bin ich hochgekrabbelt. Der Leib ist mir nachgekrabbelt. Wie ich ganz oben war, habe ich mich herumgedreht. Nur so Sinn habe ich gesehen. Dann habe ich gekriegt, aus Kuh, Hilfe, aus Kuh. Dann höre ich halt in die Schnee, so sind wir alle zwei entlassen. Wie ich heimgekommen bin, hat meine Frau gesagt, ich war bei meiner Mama. Die ist die ganze da allein, die hat niemand verrettet. Da muss man was machen, sonst jetzt muss ich aufpassen. Das will der die Schwiegermutter rüberschmeißen. Dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Ich schenke der meiner Papagei. Der Vogel riecht mich sowieso auf. Wenn ich nach spät heimkomme, kriegt der im ganzen Bau. Funenzer ist wieder da. Der Fun. Hopp, ab und nie was oder schwer da. Jesus, was habe ich da nie gemacht? Der ganze Tag kriegt der Vogel. Geht's denn nur mehr fricke? Geht's denn nur mehr fricke? Ich frage mich nur, wo der Vogel das aufgegabelt hat. Von wem? Habe ich gesagt, Schwiegermutter, ich höre es nicht auf. Ich kann schon eine Lösung finden. Der Pastor hat da einen Papagei. Und dem sind der Bäder ganz da. Die zwei, die hucken mir zusammen. Mina den ganzen Tag, geht es nur um den Frecken. Und im Pastor sind er, oh Herr, erhöre uns. Wie ich heimgekommen bin, hat meine Frau gesagt, wir haben eine gute Nachricht, wir haben den Tombola gewonnen. Der erste Preis. Reis durch die Sahara. Ein Rallye. Soll ich direkt nach Konjolen gehen? Ne? 70 Grad Hitze im Tag, 40 Grad in der Nacht. Wenn ich nur da durchdenke, muss ich da gehen. Und noch etwas. Da hinten im Sahara, da ist die Sonne so heiß. Minimum 50 Grad. Wenn du da Ei in der Sonne legst, eine Minute nach das Ei hat, dann hat er gesagt, das wäsch. Für immer, wo wir es gewinnen, gehen wir in die Sahara. Und sowieso, du buchst ja nicht unbedingt auf den Boden sitzen. Dann haben sie mich zum Archipräter geschickt. Da habe ich eine schöne Erbe gehabt. Eine lichte Erbe. Jeden Morgen um 6 Uhr habe ich stehen müssen, wecken. Guten Morgen, Oberpriester, es ist 6 Uhr und die Sonne scheint schon schön draus. Dann hat er mir angegeben, guten Morgen, Herr Oberdiener, aber der Herr da oben nicht mehr, wissen das schon. Am zweiten Tag habe ich wieder gesagt, guten Morgen, Herr Oberpriester, es ist 6 Uhr und die Sonne scheint schon schön draus. Guten Morgen, Herr Oberdiener, aber der Herr da oben ist, wir wissen das schon. Das ist 25 Tage lang. So komm, soll ich euch die 23 Tage aufzählen? Um 26 Tage ist weitergegangen. Guten Morgen, Herr Oberpriester, es ist 6 Uhr und die Sonne scheint schon schön draus. Guten Morgen, Herr Oberdiener, aber der Herr da oben und ich, wir wissen das schon. Heuchler, jetzt mal langsam, du hörst, es ist 7 Uhr ins Rheintruss. Am anderen Tag habe ich nicht mehr in Ruhe gekommen. Dann haben sie mich geschickt zum Dachti. Elektromännerchef kaufen. Dann kommt einer rein und sagt, ich wollte eine Wäschmaschine kaufen. So, nicht kein Problem, da, Wäschmaschine, Demonstration. Wie sie wäscht. Degeluft, wie sie wäschen, sehr viel so, Degel so knopfträger, flip, flip, flap, flip, flap, flip, flap, flip, Degeluft, wie sie wäschen, super. Ich kauf die Maschine. Nee, Moment. Dunkelwäsch, Demonstration.
Deckel auf Donkey wischen, in Wäschpulver so, Deckel so, flipflop, 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 Deckel auf Donkey wäsch so warm. Ich kauf die Maschine. Nee, Moment. Windle, Demonstrator, Zada in Schweiße, Deckel auf Windeln in Wäschpulver so, knopprige flipflop, flipflop, wäsch, Windle super. Sag ich, nee, da hast du ganze Scheiße im Gesicht, hast vergessen, was Deckel so zu machen. Da bin ich da durchgetappt in die Stadt, in die Wirtschaft. Die suche ein Garçon de Café. Ein Serveur, sag ich, ja, das ist für mich. Ich weiß ja, wie es aussieht in der Wirtschaft. Eh? Da bin ich da drin. Der erste da habe ich mit so Schappen Nelson tun gehabt. Hat gesagt, Garçon, bring mal ein Schnitzel, wenn es beliebt. Komm, habe ich dir die Schnitzel gebrungen. Sag ich, habe mir das anders überlegt, ich hätte lieber ein Kotelett. Sag ich, kein Problem, ich bringe jetzt ein Kotelett. Ein nächstes Problem, ich habe die Schnitzel schon angebissen. Sag ich, das macht nichts, wir haben ein angebissenes Kotelett. Ich weiß nicht, was er knuddelt, auf einer Schlag ist die Kotelett auf den Boden gefallen. Der Schäferhund von der Wirtschaft ist um die gesprungen rum. Hey, ich sag, Madame, mach ich nicht draus, der kriegt ihn nicht, ich hab den Fuß schon drauf. Einmal sagt zu mir, Garçon, kann ich euch mal etwas fragen? Warum habe ich da oben einen Löffel drin? Ein Madame, wenn ich jetzt zufällig eine Suppe serviere und zufällig fällt da ein Micken hin, kann ich ja nicht mit der Hände rausholen. Dann hole ich den Löffel und hol die mit dem Löffel raus. He? Aber oui, ça c'est la classe, moi c'est Armando Baccioni, ja. Sagt sie, ja. Sagt sie, Garçon, kann ich euch noch mal etwas fragen? Warum habt ihr da eine Fissel und einen Latz? Ein Madame, wenn ich so 3 Stunden serviere, dann habe ich auch mal ein besoin naturell urgent. Dann kann ich ja nicht dahin holen. Dann hole ich, sehe ich eine Fissel und einen Latz sich auf. Sagt sie, ah, ça c'est la classe. Ja, wir machen das ganze Geschirr wieder hin, an der Leis auf den Löffel. Da ist der Kupplering gekommen, dann hat die Frau gesagt, Monsieur, habe ich einen Ochsenschwanz? Hab ich gemacht, wie kommt ihr mich da vor? Hab ich euch gefragt, ob ihr ein Blaschpix an? Da sagt er so, mir serviere ja Kalbskepp, sondern ich mir serviere ein Lied. Wir sind fertig gegessen, hat er gemeint, was so schlecht zu essen, hätte man keine daheim essen. Bringen wir mal direkt Reklamationsbuch. Soll ich das Buch kann ich euch nicht bringen, das Buch ist voll. Und dann bringen sie mir den Koch, aber den kann ich auch nicht bringen, der ist auch voll. Dann hat mein Kumpel angerufen, der Leo Großbuhr von Schieren, hat gesagt, Amo, am Samstag ist Gefasern gemacht, wir gehen auf den Ball, mein Schamela ist schon wieder nicht da. Soll ich, ja, mein Sohn ist Ewald, ich habe Nachschicht, sind wir auf den Ball. Sagt einmal, ich habe jetzt ein neues Hobby. Wenn ich jetzt mit einem Mädel tanze, dann rate ich, was das für Beruf hat. Habe ich ja das da will ich mal gesehen, dann bin ich so nachgeschlecht. Einmal höre ich, wie er sagt, gell, Madame, Mademoiselle, ihr seid Nederisch, vous êtes couturier? Sagt er, ja, Monsieur, wir haben das gemerkt. Ah, ihr habt da ein Netz, Vater, und ein Blues. Einmal sagt er, geil, Monsieur, ihr seid ein Bauer. Ah ja, wie habt ihr denn das gemerkt? Ah, ihr habt den Stall der auf und den Knecht legt auf den Grumbeeren. Also, auf deine Balse gehen, hab ich mir auch. Bin ich mal näher, Lackschuhkarre gegangen. Die haben ich gewinert. Die haben geglitzert bis Speckschwarz. Ja, ich habe jetzt auch ein Hobby.
Wenn ich jetzt mit meinem Mädel tanze, mit meinem Minischub, dann tanze ich so da. Dann sage ich, geil, Mamsel, ich habe eine kleine Unabuchse. Dann sagt er, ja, wie habe ich dann das gemerkt? Intuition masculine. Dann habe ich mit meinem Honor getanzt und ich gesagt, geil, Mamsel, ich habe eine blaue Unabuchse. Sagt er, ja, wie habe ich dann das gemerkt? Sondern ich habe Intuition maskulin. Noch nicht mit einem getanzt. Mensch, hat das Poschbärt mir voll auf den Fuß gedreht. Ich habe mir noch Schock angelaut, ein Riss in der Mitte drin. Habe ich gesagt, du hast mir meinen Schock kaputt gemacht. Hat er gesagt, dein Schock hat nichts. Ich habe keine Unabuchse an. Da haben sie mich so der Pumpe geschickt, das Tag machen, eine ganze Woche. Am Freitag bin ich heimgekommen, hat meine Frau gesagt, hast du wenigstens etwas gelernt mit der Pumpe, außer zu saufen. Habe ich gesagt, sowieso, heute Freitag gibt es Ordnung, ich hol das Kommando. Kommando 1, aus hier. Kommando 2, ins Bett. Kommando 3, Golo, Golo. Auf einer Schlache, wie wir dahin waren, Herr ist Kommando 6. Kommando 6? Aber wir haben ja nur gelehrt bis auf Kommando 5. Dann habe ich mir so diskret mal meinen Karne rausgeholt. Kommando 6, mehr Schlauch. Haben sie mich geschickt auf Finstingen, ins Kloster, ins Frauenkloster. Also Finstingen, c'est fini étrange, hein, pour les has de bouc, hein, so qui comprennent pas. Finstingen, ins Frauenkloster, den ganzen Tag habe ich geschafft. Am Ostern habe ich gesagt, au revoir, ma mère, à bientôt, ma soeur. Hat sie gesagt, nee, nee, so lassen wir euch nicht gehen. Ne? Ihr kriegt noch nach, das ist bei uns. Ne? Also die Erstschwester hat mal als Hochdöfer ein Teller voll Bohnensuppe. Die Zweitschwester als Blattresistenz ein Teller voll Bohnensuppe. Jede Schwester hat mich viel servieren. Endlich sind nur mehr 7 Schwester in dem Kloster. 7 Teller voll Bohnensuppe habe ich gegessen. Wie man dann, ihr essen auch gern Bohnensuppe. Ich habe sogar gegessen, bevor es nach der Hof dahergekommen sind. Ja, man schmeckt es besser auf. Oh, leck mal. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, aber nein, nein, ihr kriegt da, du schneidest so wie alles. So, ihr bleibt da heute Nacht verschlafen und alleine ihre dreckigen Kleider vor der Tür, vor dem Zimmer. Dann kriegen wir mal frei, super Kleider wieder. Das habe ich gemacht. Der Lieben bin ich hingekommen. Um 12 Uhr ist es losgegangen. Die Bohnensuppe hat angefangen zu wirken. Ja, ich muss ja jetzt aufs Kabinett. Ich habe noch rumgelaut im Zimmer. Ist ja gar kein Kabinett. Was kann ich ja jetzt machen? Das weiße Lindtuch habe ich mir auf den Kopf gemacht. So langsam die Tee aufgemacht. Bin durch den Gang geschlecht. Von der anderen Seite ist eine Schwester gekommen. Die muss auch bestimmt so viel Bohnensuppe gegessen haben. Wie die mich gesehen, fällt die auf den Bord und von sie kriegen, oh Herr, sind Sie Anton der Weiße? Soll ich, nee, ich bin der Arme, muss scheiße. Einmal fangen sie an zu lachen. Sag ich, was geht's an da zu lachen? Das Lindtuch ist ja viel zu kurz. Und das da habe ich noch nie gesehen. Die Glocken sind ja größer wie Seil. Hello. Armand, Armand, merci beaucoup. Ein riesiger Applaus für den Armand Dreifaches. Alle! Alle! Allez! Und Ausmarsch für Armand, merci!